Und hallo liebe Burgherren und willkommen zurück zu Let's Play Empire Fall Kingdoms, dem besten Strategiespiel im Android und iOS. Unsere Feinde sollen vor unserer Streitmacht erzittern. Und dafür kriegen wir 5 Rubine. Ja. Ich habe gerade gelesen, Reisende Ritter sind auch wieder da. Tatsächlich. Und wir greifen ja jetzt hauptsächlich Raubritterburgen eigentlich an. Aha. Wusste gar nicht, dass die beim Low Level so sind. Bei höheren Level kriegt man 160 Reisende Ritter. So. Kampfbericht zur Sendersonne. Der hat hier schon mit 180 Robotern. Welches Level ist denn der? Hallo. 53. Und Dennis ist wieder hier. Hat hier locker Raubritter abgewehrt. Okay, die teilen hier Raubritterberichte. Also Raubritter teile ich eigentlich nur selten. Vielleicht mal um die Aktivität meiner Allianz aufzwecken, aber ansonsten nicht. Ihr seid wie gesagt. Also, ihr seid wie gesagt. Herzlich eingeladen, meiner Allianz beizutreten. Aber nicht Wolfsgeheule, TDK, sondern Königreich Nor. Königreich Nor, das ist die Allianz, der ihr beitreten solltet. Dies ist meine Allianz. Tretet ihr ruhig bei, ihr kriegt ja auch jede Menge Hilfe von mir oder anderen. Und ja, spielt ruhig mal eine Runde Empire for Kingdoms. So, wir nehmen wieder ein Aktivitätsgeschenk entgegen. 15 Rubine, geil. Heute werde ich mich selbst übertreffen. Okay, dann übertriff dich mal selbst. So, wir gehen raus in die Weltkarte. Was jetzt vielleicht ein Fehler sein könnte können. Ich weiß es nämlich nicht. Wir wollen doch eigentlich an dem Haus weiterbauen. Ne, da gehen wir nochmal zurück. Weil ich will erstmal einen Bauauftrag geben, bevor wir hier weitermachen. Entschuldigung, mein Fehler. Aber naja, ihr wisst ja, es kann manchmal hektisch werden im Empire for Kingdoms. So, und zwar haben wir hier noch ein Haus der Stufe 2. Das bauen wir auf Stufe 3 aus. Und dann begeben wir uns auf die Weltkarte, schauen uns vielleicht nochmal ja den Wettstreit der Adeligen an. Raubritterburg, natürlich. Jetzt müssen wir die besiegen. Ich glaube, es hackt. Hier, das geht nur noch an die 20 Stunden. Das hier ebenfalls, weil das ist ja das. Letzte Event innerhalb der Eismeisterschaft. Die Samurai kommen aber wieder, also nur keine Panik, ihr erlebt die noch mit in meinem Let's Play. Ja, und da gucken wir mal. Wir haben hier einen Spionagebericht, also greifen wir auch dort an. So, wie ihr seht, haben wir keinen Angriffsschutz mehr. Ja, wir haben keinen Angriffsschutz mehr. Und da sollten wir jetzt stets vorsichtig sein, wen wir da angreifen. Ich gucke jetzt mal schnell in meine Rangliste rein, aber zwecks Ehrenpunkte natürlich. So, wir haben hier jede Menge Leute, die auch Null haben. Ja, der ist am nächsten ran hier. Da werde ich den wohl auch nehmen. Mal sehen, was kriege ich denn dafür, wenn ich den angreife? 100 Ehrenpunkte! Ja, nice! Warum nicht? Das heißt, es würde sich lohnen, wenn ich den ausspioniere. Ne? Das werde ich wohl auch mal machen. Der hat auch keine Stadtwachen. Ich vermute mal, der ist inaktiv geworden. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber wir können die Raubritterbogen dann trotzdem angreifen. Einfach drüff. Einfach drüff. Oh, ein Reliktteil gefunden. Nice. Und wir haben jetzt natürlich Punkte bekommen. Durch diesen Angriffssieg. Tja, wie es aussieht, ist einiges passiert. Seitdem ich
Ja, na, wer ist denn alles online? Ich und Karlchen009. Seitdem ich offline gegangen bin, ist ja einiges passiert. Wir gehen mal zurück zur Burg. Und da gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich habe heute schon mal einen Part aufgenommen. Ja, nicht kleckern, klotzen ist jetzt die letzte Quest, bis jetzt die XP bringt. Und dann erleben wir auch wieder ein Level Up. Und dann werden einfach ein paar weitere Gebäude gebaut. Wir haben jetzt 1024 Rubine schön gesammelt. Und wir sammeln auch weiter. Mal gucken, wie weit ich dann bin, wenn ich dann endlich in Königreich Nor beitrete. So, gibt's hier was Schönes? Nein, das brauchen wir nicht. Tja, Tränen können wir auch nicht. Und ansonsten haben wir immer noch dieses Ziel hier. Das hat sich partout nicht geändert und das sollten wir auch partout einhalten. Hier, dieser Gardist bringt ja noch seine Leibgarde mit. Fünf solche und fünf solche hier, eine richtige Leibgarde. Und sein Helm und Münzen und wieder VIP-Zeit und ein Ausbilder und neun Lose. Ja, warum nicht? So, wie es aussieht, sind meine Ritter wieder zurück. Also greifen wir wieder an. Wir greifen jetzt ohne Ende durchweg an. Weil sonst haben wir keine weiteren Chancen hier mehr. Tja, wir werden auf jeden Fall einen Spieler angreifen, dessen Schlachtbericht wir im nächsten Part sehen werden. Tja, wen wir angreifen werden, ist unklar, aber das sehen wir schon noch. Ich werde auf jeden Fall keinen aus meiner Allianz angreifen, das ist ja wohl klar. Auch nicht zum Test. Und ja, wir sehen uns jetzt mal meine Burg an, meine richtige Burg, mein Schloss Krakenburg, mein Schloss, von dem aus ich die Allianz regiere, mein Königreich besser gesagt. Weil ich finde, das ist sehenswert. Wie ihr seht, habe ich einen schönen Bergfried. Ich habe einiges an Dekoration. Ich habe schon den Baukran. Ich habe drei Wirtshäuser. Die anderen beiden sind hier. Und ich habe auch einiges an Wachhäusern. Alle anderen Gebäude sind ja klar. Wie ihr seht, habe ich auch 12 Farmhäuser. Ich habe ja auch eine Bäckerei hier beim Bergfried in der Nähe. Und Mühle ist auch Stufe 3, also Nahrung wird hier so hoch wie möglich produziert. Und ihr seht einfach eine prächtige Burg für Level 34. Meine Level 54er Burg, die zeige ich euch ein anderes Mal, wenn sie nicht mehr brennt. Ansonsten könnt ihr euch meine Burgen ja selbst ansehen, wenn ihr dann erstmal unserer Allianz beigetreten seid und erstmal angefangen habt, Empire zu spielen. Ich würde es euch auch empfehlen, dieses Spiel. Es lohnt sich durchaus. Holan, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu eurem Imperium ist gemacht. Yay, Level 11. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein neues Erfahrungslevel erreicht. 60 Rubine, das Burgtor Stufe 2, die Burgmauer Stufe 2 und der Bergfried Stufe 2. Die Mühle. Das Stadthaus brauche ich nicht, weil das kostet Rubine und der Steinmetz. Nice. Age and Guile. Und wir haben einen Reliktteil gefunden. Wir schauen uns also erstmal das richtige Werkzeug. Hier habt ihr nochmal einen Tipp mit dem richtigen Werkzeug. Das könnt ihr euch dann in eurem eigenen Postfach durchlesen. Ladet euch dafür einfach Empire for Kingdoms runter. Und hier ein Angriff. Sieg. So, was möchte Sir Wilfried denn wieder? Völlig neue Dimensionen. Rüsten wir nun unsere Bastionen auf. Mit den richtigen Baumaterialien können wir alle Befestigungen deutlich verstärken.
Und da hat er recht. Vorsprung durch Technik, 2 von 2. Baut Mühle. Und wir bauen auch eine Mühle. Das machen wir jetzt ohne mit der Wimper zu zucken. Das dauert 1 Stunde und 5 Minuten. Das ist hart, ich weiß, aber das müssen wir mal machen. Ansonsten haben wir noch hoch hinaus den Steinmetz. Moment mal, ich habe da gar nicht vorgelesen. Auch das Farmhaus kann entlastet werden, wenn der Weizen nun von einem Profi gemahlen wird. Kein Tag darf vergehen, an dem ihr nicht eure Macht gestärkt habt. Ihr solltet zunächst euren Bergfried ausbauen. Er ist immerhin das wichtigste Gebäude in der gesamten Burg. Und da haben wir recht. Hat er recht. Der ewige Wettlauf. Wir können doch gar nicht erweitern. Ach, aber wir können die Türme auf Stufe 2 ausbauen. Geil. Aber erst dazu müssen wir erst die Mauern ausbauen. Und das geht hier rüber. Oh, wow. Und schon passiert. Also Leute, jetzt erlebt ihr, wie aus unserer Holzburg eine Steinholzburg wird. Und die wird ja dann später zur richtigen Steinburg. Ich kann euch nur sagen, Leute, es wird geil. Ist denn unser Spion endlich mal da? Der braucht noch ein paar Minuten. Ja, was machen wir denn da? Also ich meine, wir haben ja jetzt hier alles beschäftigt. Wir gucken mal kurz hier rein. Wenn ihr oben euren Spielernamen oben links anklickt, kommt ihr zur Spielerinfo. Dort seht ihr euren Spielernamen. Das ist bei mir FloriMTV. Eure E-Mail. Das ist ja meine Kontakt-E-Mail, die ihr erkennt. Und die Welt. 2. In Klammern DE. Also sprich, ich bin auf dem Server DE2. Dort müsst ihr dann natürlich auch hin, ne? Sonst findet ihr mich nicht. Euer Level, bei mir ist das 11. Und wie viele XP ihr, also Erfahrungspunkte ihr braucht, um ins nächste Level zu kommen. Bei mir sind das 601. Eure Machtpunkte, aktuell habe ich 409. Bei 500 erhalte ich eine Belohnung. Eure Allianz, die Ehrenpunkte eurer Allianz. Die allgemeine Rangliste kommt ihr hier hin. Ehrenpunkte 0. Und meine Ruhmespunkte sind das halt auch 0. Die werden sich aber im Laufe des Let's Plays, wird sich hier einiges an der Spielerinfo ändern. Und da werde ich so richtig aufpowern. Das sage ich euch. Weil auf meinem derzeitigen Hauptaccount habe ich schon, ja, mehr als 28.060 Ruhmespunkte und bin damit Großherzog. Auf dem Weg zum Erzherzog sozusagen. Und Ehrenpunkte habe ich normalerweise auch fast 1000. Aber halt leider noch fast. Aber das werde ich da auch noch hinkriegen und auch mit diesem Account werde ich einiges hinkriegen. Ja, wenn ihr dann in eure Allianz kommt, seht ihr hier bei der Ankündigung, das ist wichtig, dass ihr in eure Ankündigungen schaut, dort kann immer was Wichtiges stehen. Oder stehen halt die Regeln. Die Allianzbeschreibung, die seht ihr auch als Nichtmitglied. Ihr könnt ihr Rundnachricht schreiben. Und das andere ist mehr für einen hohen Rang. Aber naja. So, wir müssen mal wieder was aus hier bauen. Und da bauen wir noch mal ein paar Werkzeuge, die uns zur Verteidigung dienen. Zur Verteidigung dienen. Ich würde sagen, wieder 10 Stück, wie vorhin. Und da läuft das. So, in der Zwischenzeit müsste der Spion endlich mal ankommen. Ja, kommt gleich an. Wir haben gleich einen Spionagebericht im Postfach. Und da ist er auch schon. Yay, die Spionage war erfolgreich. Er ist also nicht so stark. Doch wir kriegen eine Menge Ehre, wenn wir den angreifen. Also greifen wir ihn auch an. So, die erste epische Ehrenpunktschlacht. Auf geht's.
So, ihr seht nun, 31 Truppen haben wir losgeschickt. Und jetzt geht es richtig rund. Ab jetzt wird es richtig rund gehen, sage ich euch. Ihr werdet epische PvP-Gefechte erleben. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Und vergesst nicht, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.